Ciao. Hallo und herzlich willkommen bei Markt TV. Heute mit anderen Gesichtern oder zumindest mit einem anderen Gesicht, denn Alex und Alex sind zurzeit im wohlverdienten Urlaub und deswegen dürft ihr heute mit mir Vorlieb nehmen. Ich bin die Conny. Vielleicht kennt ihr meine Stimme vom Mark Radio, das ich moderiere für Smark, aber heute eben mal im Markt TV mit Gesicht und in Farbe. Und bei mir ist auch ganz in Farbe, zumindest sehe ich das von hier so ein bisschen, Lavanda Kavum. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Enchanté. Oh, und ein Fremdsprachengenie. Nein, es ist so, ich komme eigentlich vom Mond. Da spricht man Französisch. Je suis une lune de la lune. Nein, es ist so, ich wollte auf die Erde kommen, um mich auf die Suche zu begeben nach der Schönheit bei den Menschen. Und da geht es nicht um äußerliche Schönheit, sondern innerliche Schönheit. Weil der Mond bombardiert worden ist, mein Zuhause. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss mal auf die Erde schauen und schauen, was da los ist. Und hast du schöne Menschen gesehen? Schon. Ja? Überall? Überall. Es gibt überall leibernde Leute. Schön. Du trittst heute im Mark auf und wir sehen deinen Auftritt gleich noch. Da wirst du mehr erzählen von deiner Welt und von deinen Erlebnissen. Aber ja, natürlich auch, dass ich eben postkolonial Sprachenchips in meinen Arsch eingebaut habe. Deswegen auch die unterschiedlichen Sprachen. Mhm. Alle basieren auf Deutsch, keine Ahnung wieso. Das ist ein Fehler im System. Aber ja, boah, da werde ich auch erzählen. Okay. Und was geht's denn da? Über was erzählst du denn noch so alles? Also, wo ich halt Schönheit gefunden habe, ne? Solidarität für Leute, die vielleicht auch ein bisschen anders denken oder Leute, die auch diskriminiert werden und Leute, die halt dann zusammenhalten und sich irgendwie vernetzen und sich stärken und so und sich für eine bessere Welt einsetzen. Voll. Warum sind denn solche Leute wichtig? Naja, es rennt ja eh das Radl, alle rennen in dieselbe Richtung und manchmal ist es halt wichtig, in die andere auch zu gehen. So, weil die Richtung, die uns treibt, ist ein bisschen so das Ziel, immer den Profit und dann scheißt man halt auf die Menschlichkeit. Ja, und ist halt dann schade, ne? Ja. Aber es gibt sie noch. Es gibt noch Menschlichkeit bei den Menschen. Vor allen Dingen bei den Menschen. Es wäre schlimm, wenn es woanders wäre, die Menschlichkeit. Naja, am Mond waren da auch ein paar Menschen. Nicht mit unbedingt viel Menschlichkeit, weil auf den Mond zu reisen ist ja sehr... sehr anstrengend. Außerirdisch. Ja. Dann werden wir heute mehr von dir sehen. Mhm. Du wirst auch leuchten. I'm try. Okay. Und wenn man jetzt nicht die Chance hat, dich hier live zu sehen, heute Abend, sondern nur Mitschnitte und so, aber du hast auch ein größeres Programm von dir. Ja, es ist so, ich habe ein Gastgeschenk vom Mond mitgebracht für die lieben Menschen. Und zwar heißt das Gastgeschenk Don't Bomb the Moon. Ja. Und auf dem Mond gibt es schon CDs. Nein, ich habe mich an die örtlichen Befindlichkeiten angepasst und habe eine Homepage mit Hilfe von ein paar lieben Menschen zusammengestellt. Und zwar ist das www.kabum.rocks. .rocks. Also Kabum mit W und Double M. .rocks. Nicht schlecht. Was findet man auf deiner Homepage alles? Lauter Geschichten und Gedichte und Bilder und Musik natürlich auch. Musik auch in verschiedenen Sprachen. Musik auch in verschiedenen Sprachen. Also eben postkoloniale Sprachen wegen dem Chip und so. Der funktioniert auch nicht immer hundertprozentig, aber jetzt gerade geht's gut, ne? Ja, also ich verstehe dich. Très bien, très bien, très bien. Welche Sprachen sind denn da noch so verbunden? Français, Espanol. Una canción en español, solo. Y Nepali. 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 Aha. Haben wir Dänisch auch? Weil heute haben wir auch noch ein Interview mit einer Dänin, das zwar auf Englisch ist. Englisch?
Ja, Englisch geht. Englisch geht auch. Okay, das ist nämlich unsere europäische Freiwillige bei Marc, die aus Dänemark kommt. Also vielleicht kannst du dich ja mit ihr auch später mal vernetzen. Ja, Solidarität. Das wäre super, hä? Mhm. International. Ja, dann bin ich gespannt auf deinen Auftritt. Soll er perfekt werden? Nein, bei mir geht es schon noch ein bisschen um Scheitern. Also darf man dir gar nicht viel Erfolg wünschen beim Auftritt? Oder viel Glück? Oder was wünscht man denn da, wenn es denn um Scheitern geht? Viel Spaß! Viel Spaß! Und Scheitern ist wichtig? Ja, nur wichtig. Und warum? Na, so lernt man ja auch alles. So lernt man gehen und reden. Da scheitert man immer. Jonglieren. Okay. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Scheitern. Danke. Einen schönen Abend. Danke fürs Interview. Danke. So, bei mir ist jetzt die Josephine. Sie ist die europäische Freiwillige beim Marc. Der gab es schon öfter hier im Marc und wir sind ganz froh, dass es sowas gibt und dieses Konzept gibt. Und die Josephine ist aus Dänemark, versteht Deutsch. Man sieht, sie lacht, sie versteht Deutsch, aber auf Englisch sprechen ist für dich leichter. Deswegen halten wir, glaube ich, das Interview auf Englisch. Ja, so, nice to have you here. Oh, thank you. You are here for the EFD, Europäischen Freiwilligendienst. What is it? Can you tell us more about it? Well, it is a program that is under Erasmus Plus, and it's... if you're between 18 and 30 years old, you have the it's possible for you to apply for a project in a country here in Europe. And in my case, I applied for a program here in for the Marc project here in Austria. Okay, how have you found Marc? Well, I think it's... Is it popular in Denmark? I didn't know anything about Marc in Denmark. But I was a member of an organization in Denmark called Dansk ICA, where I could get mails with different programs. And then I got a mail with Austrian projects in it, and then there was Marc, and then I just thought that yes, I want to apply for that. Now you're here for nearly 1 month. Yeah. And how did you like it until now? Well, I think Salzburg is a very awesome city, and it's very beautiful with all the mountains. We don't have any mountains in Denmark, so oh, it's so beautiful to see it in the horizon, and oh yeah. Okay. And for how long will you stay? I will stay until February. So you also see the mountains with snow? Yeah. Yeah. Looking forward for it. Ich freue mich. Perfect. And what do you like at Marc? Well, first of all, I like that there is so many different things in Marc you can do. It's not only concerts, but it's also, for example, Volkküche and bike kitchen and all those different things and events. And also in my spare time I love playing piano, and I don't have a piano in the place I live, so but they have it on their in the basement, yeah. Down there it's possible for a band, for example, to rent the room for maybe a few hours, and then I rent it also. And you play the piano? And I play the piano down there, so it's quite awesome. Okay, have you done a lot of the programs Marc give you? So have you done a Siebdruck workshop, or have you done the bike kitchen? Have you repaired your bike there, or have you already cooked? Well, yeah. I've actually already cooked, because in the beginning I help with the Volkküche, with the cooking, and it's quite good because normally I don't cook, so it's a good chance for me to get starting. Yeah, we also have the cook from today an interview soon, so yeah. David is cooking today. I have seen the menu. You also? No, I haven't, but I'm really looking forward to see it. Okay. And what have you cooked the last time? The last time it was, I think, I don't know what it's called, but it was with
aubergine, mm-hmm. you call that, and with oat, and then you made it, you fried it. Ah. So it was like, I would say meatballs, but there's without no meat, meat in it. So, and it was quite nice. Okay. And also salad. Okay. Yeah. Do you think about a typical Danish meal dish? Well, we have, well, everything here in the Folkküche is vegetarian. But yeah, I thought about frikadeller. It's a Danish meal, but it's with meat and so on, but it's like the same, it looks the same. Okay. Yeah. So nice. And what in the next month, do you know something about the upcoming events you're looking forward to? Well, there's going to be a vernissage, and it's a thing that is in Mark each month, where an artist can show their pictures and paintings, and it's it's soon. Yeah. And also there will also be a premiere, a Salzburg premiere for a movie. And it's in the end, it's the 28th October, I think. Mm. And then there will be concerts. And so a lot to see. Yeah, a lot to see. So if you, for example, want to look at the homepage of Mark, www.marksalzburg.at, then you can check all the meetings or shows and events. And so thank you for the nice chat today. Yeah. Have a lot of fun in Mark, and maybe you find your own project and we talk about it in one of our other shows, or maybe also about in the radio, or you can write something in the MFK. There are so many opportunities. Yeah. Use one of it. Yes. And I will look forward to it. Thank you very much. Thank you. So, wir sind schon fast am Ende und wir haben schon Essen vorm Tisch und den Koch der heutigen Volksküche da. Hallo David. Hallo. Du bist auch Obmann im Markt. Richtig. Man kennt dich hier. Ja, die Leute, die hier sind, kennen mich fast. Okay. Du hast heute gekocht? Ja. Was ist es denn? Es ist ein Linseneintopf und ein bisschen grüner Salat. Was gesundes. Ja, richtig. Das Linseneintopf ist auch schon ein bisschen herbstlich, oder? Ja, du so mit Wurzelgemüse drin, das passt wahrscheinlich gut zum Herbst, ja. Kochst öfter? Fast jeden Tag, ja. Ohne Mark? Na, ich mag so einmal im Monat, einmal alle zwei Monate. Okay. Je nachdem. Okay, wunderbar. Schmeckt es denn auch so gut? Hast du schon probiert? Ich habe gekostet. Beim Abschmecken war ganz zufrieden. Okay. Ja. Ich glaube, wir probieren das dann auch noch. Ja. Aber zunächst musst du noch ein paar Fragen beantworten für mich, wenn du doch schon da bist. Wie funktioniert denn das mit der Volksküche? Ja, also es ist jeden Donnerstag. Wir laden meistens jemand ein, der dann kocht. Also es sind jetzt keine Profiköche, sondern wenn man Glück hat, kommt mal ein Profikoch her und kocht was. Aber sonst halt, wer gerne kocht, also kann man sich auch gerne bei uns melden. Genau, da wird gekocht. Man muss es dann hinkriegen, dass man so 30, 40, 50 Portionen macht. Das ist das Schwierige dabei. Man weiß auch nie genau, wie viele Menschen dann kommen werden. Genau, und bei uns gibt es dann zum Preis von 2,50 und da kann man sich auch nachholen, so oft man will. Also, und so viel wie da ist. Wird. Genau, so viel wie da ist, ja. Okay. Heute ist eine ganz besondere Volksküche, heute ist auch noch Volksclub, deswegen ist am Anfang die Lavanda Kavum da gewesen und die dann auch gleich noch im Konzert ist. Das gibt es auch einmal im Monat. Mhm. Und was gibt es denn noch für Veranstaltungen in nächster Zeit? Was springt dir ins Auge? Wir haben ja auch. Ja, ich muss ein bisschen schummeln und ins Programm schauen. Darf man nicht vergessen, auch ein Mark-Programm, logischerweise, immer wieder. Und hier seht ihr das aktuelle von Oktober, November. Kann man sich holen, liegen in verschiedenen Städten auf oder auch einfach bei Mark. Also was steht in nächster Zeit so an? Ja, wir haben da zum Beispiel am Donnerstag, es ist immer Donnerstag, am 20.10. Spackos Forever, Schmutzke und Lian. Ja. Genau. Dann am 15.10. davor ist noch die Buchpräsentation von der Franziska Krug, die Wir lesen uns die Münderwund gewonnen hat damals, letztes Jahr.
und die stellt jetzt ihr Buch vor und macht so eine kleine Vernissage dazu, die ein bisschen anders ist wie vielleicht die üblichen Vernissagen, hat sie mir erzählt. Mhm. Ich bin gespannt. Danach gibt es auch eine Party mit DJ, also am 15.10. Und weil wir auch im Fernsehen sind, es gibt auch noch einen Film, gell? Es gibt einen Film am 28.10. Der Film heißt Einer von uns und es geht um, es ist glaube ich schon einige Jahre her, als vor einem Supermarkt in, ich glaube, Niederösterreich ein junger Bursche von Polizisten erschossen oder von einem Polizisten tödlich getroffen worden ist. Und darum geht es in diesem Film. Okay, also ein breites Spektrum an verschiedenen Veranstaltungen. Ja, nicht nur an den Donnerstagen, sondern auch Wochenende. Genau. Gibt es immer ein interessantes Programm bei uns. Deswegen danke, David, fürs Kochen heute, für das kurze, nette Interview. Und vielleicht zu den nächsten Veranstaltungen. Und ich würde sagen, ich probiere jetzt, ob es wirklich gut abgeschmeckt ist. Ja. Ob es so schmeckt, wie du mir versprochen hast. Also wunderbar und gut. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr wollt, natürlich die Sendung immer wieder zum Anschauen und das nächste Mal wieder mit Alex und Alex. Danke und schönen Abend. Bonsoir. Je m'appelle la bande Cabu. La bande parce que j'adore le parfum, le bon odeur de la bande. Il Cabu pour ma manière de vivre la vie. C'est un petit compliqué, tu vois, un verre full of contradictions. So I'm very sweet, like the lavender, and I can also be very smash, you know? Okay, but you will see. We have some time to get each other to know. So, what can I tell about myself? I arrived from the moon. I'm a foreigner on Earth. And you know, I was sitting in my garden. On the moon, it's a very beautiful garden. I put a lot of love in every flower. And all of a sudden, I heard an explosion. And I thought, what's going on the moon? War? And then I looked it up, and I saw that humanity was bombing the moon, and I don't know for what reason. So I thought, I'm going to make an expedition to Earth to find out if humanity still has its worth. And to find out if there's some beauty inside, you know. And I found so much on my journey. But let's start with a little song. It's called Don't Bomb the Moon. And it's a hard song.
yeah. It is our faith and change that's come together to strengthen each other, break those chains, standing up against storming each other. Ich habe unterschiedliche Sprachen, Chips in meinen Arsch eingebaut. Only post-colonial languages. French, Spanish, English, German. And they all based on German. I don't know what happened with this S technology, but it's that way. So I have a few songs in different languages because of my chip. Uncomfortable, but it's okay. So, ich habe ein Gastgeschenk vom Mond mitgebracht. Das Gastgeschenk ist einfach von Sedea. It's called Don't Bomb the Moon. And it's in different chapters. And the first chapter is Falling from the Sky. So, you know the Don't Bomb the Moon song was from this chapter. And then I arrived on the earth. And the chip was not working. I was alone. And I didn't have any friends, nobody to love and all. So it was very lonely on earth. And then I met somebody. I met somebody who really broke my heart. So it was a very bad start on earth. So, but the next chapter is called Lost Love. And this is the song I got over it. How I got over it. I think you've lost sense of reality, maybe you've never had. I know we'll never meet again, and the way I thought we were, we've never been. Don't tell me this is just my reality, you lie the whole time through. You have forgotten who you are and what you do. I think you've lost sense of reality, maybe you've never had. How could we think there'd be one way together, but now I have to quit this game. I'm gonna quit this game, I'm gonna quit this game, I'm gonna quit this game, I'm gonna quit this game. But who needs reality? This kind of reality. Not me, not me. What I really loved about searching for beauty in humanity
Sisterhood feels good. So ich habe ein paar Feministinnen kennengelernt und so, und wir waren demonstrieren auf der Straße und es war total cool und self-empowernd. Und dabei ist auch dieses Lied entstanden. A bunch of people say, and that is a mess, that if women say no, they mean yes. As a woman, socialite person, I'd like to admit that when I say no, I am meaning it. No means no, it doesn't mean maybe. Don't touch me, my name isn't baby, because no means no. Fall for someone you'd like to be near, ask a being you're falling for, ask to hear. If the person you admire disagrees and says no, well, if the answer is no, show respect and go. No means no, it doesn't mean maybe. Don't touch me, my name isn't babe, because no means no, means no, means no, means no, means no, means no. Well, if no means no, yes means to agree. If you receive a yes, express your yearnings, feel free. It feels good to be asked what you want and how you feel. It shows you respect and makes it easier to deal with. No means no, it doesn't mean maybe. Don't touch me, my name isn't baby, because no means no. And we're still in the chapter Sisterhood Feels Good. And for this, maybe I switch into German, because it's a German song. Ich brauche alle wilde Frauen, die da sind. Es geht um einen Akt des Self-Empowerments mit einer guten Portion Selbstironie. You want to know where you are participating, man. Okay. Also der Text geht folgendermaßen, ich kann mit dem Refrain fortfahren. Wir sind wilde Frauen, wir plündern und wir klauen, wir waschen uns nie Anarchie. Who wants to participate? The wild women, where are they? Yeah, applause for the wild women! Oh yeah, another one. I think they're all. Yeah. Okay, you prefer to sit? It's also wildly sitting sometimes. Okay, applause once again for the great participation of our wild women. Okay. Wir waschen uns nie
kann es nicht sein, jemand des anderen zu sein, jemand des anderen zu sein, jemand des anderen zu sein. Denn wir sind wilde Frauen. Ich wehr mich mit Haaren und Haut. Wenn ich schreien will, bin ich laut. Wenn ich schreien will, bin ich laut. Wenn ich schreien will, bin ich laut. Denn wir sind wilde Frauen. Wir plündern und wir kauen. Wir waschen uns nie. Anarchie, Anarchie, Anarchie. Schwester, wollte ich fragen, was ist, willst du es wagen? Wie wär's denn mit uns zwei? Was ist denn schon dabei? Was ist denn schon dabei? Was ist denn schon dabei? Dann! Wir sind wilde Frauen, wir blöden und wir glauben, wir waschen uns nie. Entscheiden
wollen wir sind selbstbestimmt. Denn wir lieben ein verrücktes Leben und glauben, dass anders gehen kann. Und wir wollen viel mehr leben, als man uns lässt und lassen wollen kann. Unabhängigkeit und so schön und gut. Aber wenn man Leute lieb hat und den Leuten auch Zeit verbringen will, dann muss man vielleicht halt auch ein bisschen Kompromisse schließen und so. Das Lied ist ein bisschen das Antwortslied auf das vorige. France,
Like my spaceship also was arriving in France one day, and I have to say, the people there are very cool. You know, they have a very, not all, you know, you cannot generalize anything, but they drink wine and love. And I drank wine and love, and I loved it. So I was doing some street music there. And again, I fall in love, you know. Like, we are falling out very quickly. And this song was for one of the lovers, you know. It's en français, so I hope you get it. It's about the beginning of autumn, and like the leaves are falling, it's getting colder, and I have to say goodbye, and so maybe we will meet again next spring. Un jour changeant de terminé, changeant de couleur, changeant d'humeur, un jour de pluie au soleil. Je peux sentir que le temps commence, le vent m'a raconté, le vent m'a raconté. Elle peut en arriver une fois de plus, mais pas maintenant. Peut-être c'est l'année prochaine qu'on est peut en arriver une fois de plus, une fois. Ces voyages qui rassent un peu tous les jours dans la vie sont limités dans le temps, limités dans le temps. Une fleur prospère dans un certain temps, le délai est découlé maintenant. Il est grand temps de retourner pour moi à ce printemps. Je regarde en arrière à mes aventures et me rends heureuse, reconnaissante de tout, reconnaissante de tout. Un arc-en-ciel me dit au revoir et à bientôt. Ce n'est pas facile faire ses adieux. Je m'ennuie de toi, mais je sais que quand un printemps va arriver une fois de plus, une fois de plus. Toujours je suis en éternel voyage, vers la contrée. Moi l'aventurière, je vous embrasse, je vous embrasse. Il n'y a pas rien à dire de plus. Merci beaucoup. So, this is like the... Okay, now I can tell you, there are seven chapters. So the end is close of this concert. I hope we have time to chat afterwards. It's called Freedom for All. You know, as a plume de la lune, everywhere I go, with my glitter piel and all, I'm very exotic, you know. But I've met also some people who like don't have the advantage coming from the moon. And I was thinking, oh yeah, it was so romantic, and I was so free, and the freedom, you know, and living on the street, and it's so cool, you know, and the sun, and it's cool if you choose to live that way, but if you're forced to, it's a little shitty.
in the next song. It's called Life is Beautiful. But it was a mixture of the freedom I was enjoying for myself and also thinking of the refugees searching for shelter and not being welcomed like me. I met a lot of them on the streets, and sometimes we have been sharing our food. So, but it was very cool to meet these persons, like also if they told their story and all. Is there anyone who has a seat of a beer or something? Water? No, no water, no beer. Now these people, what are they drinking? Just for the boys and not just for the boys. So it's handmade. I hope you don't mind.
So it would be really nice if I had some help with holding the signs. So maybe, who wants to, cool, yeah, some action. Smash all the nations. Smash, smash, smash all the nations. We are the feminist generation. We mess up with military bases. We destroy all fascist nations. Bombs and guns. Cool. The wild woman. Bombs and guns. And I have this a little tricky. Evolution. We gonna make a revolution. So, yeah, it's like you have to. Who wants to take responsibility, please? Please, some more signs. More people, come here. Please. Okay. We gonna make a revolution. So I will put this away. We don't. But what happened with Smash? We gonna start an insurrection. Insurrection means Aufstand. Who wants to hold this? Please! Two more signs! Two more! Yeah. We gonna start an insurrection. We gonna find a new direction. Yeah! But it's cool if you stand there because it's a. So, okay, let's try once, like together. Maybe. Okay, but slowly. Slowly. Okay. So, it's cool if your text is, you hold it and everybody knows where they are. No, if. Okay. We messed up with military bases.
there's one chapter left and one song, but I'd like to change everything. Because maybe it's good to say that in German. Es gibt in Wien einen Ort, der nennt sich Tivi, oder den hast du mal gegeben. Leider ist dort jetzt ein Loch im Boden, das urtraurig ist, weil wir da halt 20 Jahre Musik gemacht haben, Kultur, Projekte und so. Wir haben auch dafür gekämpft und wir haben eine Petition herausgegeben und so. Leider ist das jetzt alles schief gegangen. Und trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, halt irgendwie zusammenzuhalten und nicht aufzuheben, auch wenn man immer wieder die Goschen kriegt von der Welt. Und dass wir wieder was zum Mitsingen. Und zwar der Refrain geht, hat zwei unterschiedliche Versionen. Das eine ist: Solang das Haus noch, solang das Haus noch, solang das Haus noch steht, ist es noch nicht zu spät. Und da das Haus jetzt nicht mehr steht, gibt es am Schluss eine andere Refrain, der nennt sich: Solang es uns noch, solang es uns noch, solang es uns noch gibt, ist es noch nicht zu spät. Okay? In ganz Wien sterben die Freiräume. Scheitern, embrace the failure. Alle machten große Augen, als das Licht dann nicht mehr geht. Kreative werden rausgetragen, weil ihre Verzweiflung Ausdruck verleihen. Lassen wir uns echt verjagen, ganz brav in netten Zweierreihen. Solang das Haus noch, solang das Haus noch, solang das Haus noch steht, ist es noch nicht. In ganz Wien sterben Freiräume und mit dem Neubau hier die Bäume. Vögel werden delogiert, dass das die Boko nicht schockiert. Mich schockiert, ich bin empört, dass man solch einen Ort zerstört. Wir haben es auf dem Amtsweg probiert mit Denkmalschutz und Petition. Sie vertagten die Sache auf Juni, auf nach dem Abriss. Was für ein Mut, solang das Haus noch, solang das Haus noch, solang das Haus noch steht, ist es noch nicht zu spät. Auch um Löcher in Kapitalismus zu stoppen, gibt es immer ausreichend viel Geld. Das ist das bloß für eine selbstgerechte, verlogene Welt. Was da auf mich spricht, ist ganz klar die Wut, die Folge meiner Traurigkeit. Abschied nehmen muss, das so lange Zeit. Wenn das Haus dann nicht mehr steht, wo sollen wir dann hin mit Zirkus, Theater und freier Kultur? Dies war stets ein Haus mit offenen Türen für DIY und Subkultur. Solange das Haus noch, solange das Haus noch, solange das Haus noch steht, ist es noch nicht zu spät. Doch weiß ich, dass Leute Lasten tragen, die viel leichter werden, weil wir alle es wagen, mitzuhelfen und um Hilfe zu fragen. Gemeinsam sind wir stärker als jeder für sich, wenn's um unsere Freiheit geht. Lassen wir uns nicht im Stich. Solang es uns noch, solang es uns noch, solang es uns noch gibt, ist es noch nicht zu spät. Wenn das Haus dann lieblos zerstört wird, bleiben wir bestehen. Ihr feiert vor dem weiten Freiraum, das müsst ihr doch verstehen. Solang es uns noch, solang es uns noch,
solange es uns noch, solange es uns noch gibt, ist es noch nicht zu spät. Okay, und jetzt kommt das letzte Kapitel. Die Breite, es ist nur ein Abschied, aber vielleicht komme ich ja mal wieder. Und wenn ihr Lust habt, mein Gastgeschenk mitzunehmen, könnt ihr das gerne gegen eine freie Spende stellen, Vorschlag 15 Euro, sonst habe ich auch eine Newsletterliste mit. Voll, ich würde mich freuen. Und falls jemand noch Zeit und Lust hat, wir machen morgen eine Clowns-Theater-Workshop hier, von 12 bis 18 Uhr. Ja, sonst ist mein letztes Lied. Es soll ein Trost-Freundschaftslied sein. Das gebe ich euch jetzt noch mit. Ah ja, mag noch jemand mitmachen? Cool, ja, sehr cool, das waren ein paar Leute. A smile upon your face, a smile upon your face, smile upon your face, a smile upon your face. Ja? Cool. Okay, ihr könnt auswählen. Smile upon your face, smile upon your face, smile upon your face. Okay, very good. Enough rehearsed. Dear friend, cry if you feel like it. Express your anger to get rid of it. And if pain fills your heart, cry it all out. Destroy anything. And if you need someone to lean on, you can lean on me until the beat is gone, until he's right for you to go on. And if you need something else to cheer you up, maybe it's better to let go in that case. And I'm sure someone else can look back, a smile upon your face, a smile upon your face, a smile upon your face. I crawl across for the beauty.
queen and you want to stay, right? You want to go on! That was the last song. That was the last song, actually. If you sing another one, we can sing with you. I don't hear anything. Yay! Okay, then another participation song, okay? But I've not done this for a long time, I don't know. It is good if you sit, stand, no. Like, we need a pessimist, we need groups, actually. You want to participate or no? Want to participate? We need at least three groups. The pessimistic one, the emotional one, and the extra egozentric. Ja, wir müssen noch Leute mobilisieren. Schreise die Welt hinaus, bitte schreise die Welt hinaus. In einer Welt, die stetig zerfällt. In einer Welt, die stetig zerfällt. Das ist doch die pessimistische Gruppe. Wer macht die? Niemand! Du? Okay. So, wir wollten. Come here. It look very pessimistic, but it's very good. Okay. Schreise die Welt hinaus, bitte schreise die Welt hinaus. In einer Welt, die steht in der Welt. In einer Welt, die steht in der Welt. Die Emos? Du? Fang endlich an und sprich über deine Gefühle. Sei doch ein Mann und sprich über deine Gefühle. Schreise die Welt hinaus, bitte schreise die Welt hinaus. In einer Welt, die steht in der Welt. In einer Welt, die steht in der Welt. Fang endlich an und sprich über deine Gefühle. Sei doch ein Mann und sprich über deine Gefühle. Scheiße, die Welt hinaus, in der Scheiße, die Welt hinaus. In einer Welt, die steht in der Welt. In einer Welt, die steht in der Welt. Fang endlich an und sprich über deine Gefühle. Sei doch ein Mann und sprich über deine Gefühle. In der Scheiße, die Welt hinaus.
you all. Thank you. I hope we have some time to chat. My name is Lavanda Kavum. It was a pleasure to be here tonight.